Hallo da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Redornheim in der Schwarte von der Test Area und ja, da haben wir uns jetzt ein paar Grundstücke angelacht. Die möchte ich auch jetzt gerne anbinden. Und zwar so, als wenn wir die schon zusammengelegt hätten. Dann habe ich die Arbeit nämlich nur einmal. Die müssen ja hier nach und nach dann abgeerntet werden. Jetzt müssen wir allerdings mal schauen. Ich möchte ungern die Lenkung vom Pickup ist wieder nicht meins heute. Ich möchte ungern vor Kopf eine Feldzufahrt haben. Mal lieber an der Seite hier so. Was mich nervt, ist halt, dass die Bäume so dazwischen sind. Ne? Naja, egal, wir machen das jetzt. So. Ein noch? Komm. Ah, muss man wieder selber setzen, alles klar. Und 53 ist die niedrigste. Okay. Jetzt noch mal von der anderen Seite. Ja, da sind jetzt verschiedene Fruchtsorten drauf auf unseren Feldern. Die möchte ich nicht unterpflügen. Möchte ich gerne darunter haben und verkaufen. Aus Prinzip, ne? Ah, das wird schon. Jetzt machen wir hier die Fanglinie. Ja, Zuckerrüben. Warum Zuckerrüben? Zuckerrüben habe ich sehr viel Verwendung für. The Bomb. Da hätten wir jetzt die Bäume noch gekauft, das hätte auch noch mal sehr viel Geld gekostet, ne? Ja, wie gesagt, ich fahre das jetzt so ein, als hätte ich schon alles gekauft. Diese Parzelle hier fehlt mir noch. Und so. Noch mal so ein bisschen gucke ich auch auf die Minimap. Das geht ja schnell. Dass man sich auch mal verheizt hier. So. Ausfahrt.
Also ganz oben rechts ist eine sinnvoll bei der 60 in der Ecke. Eins, zwei, drei. So. Einmal rechts rum. Und ah, je. Einmal links rum. So, und dann in der gegenübergelegenen Ecke machen wir das jetzt auch nochmal. Da müssen wir noch, bevor wir dann später zusammenlegen, Bäume verschwinden lassen hier. Müssen wir wieder unsere Firma kostenlos und dreist bemühen. Macht das genau hier. Komm. Eins, zwei. Das können wir so lassen. Jetzt schieben wir ein bisschen ran. So. Einmal rechts rum bei Bedarf, einmal links rum bei Bedarf. Gut, haben wir das. Ich würde den Pickup erstmal hier stehen lassen wieder. Boah, meiner Meinung nach nicht stört. Gut. Wenn wir jetzt auf Wachstum gehen, ne? 57, 55 ist leer, 53 ist reif, das war ja der Hafer. Wollen wir mal gucken, ne? Ob keiner guckt. 10, 23 in-game. Das geht jetzt natürlich so weiter, ne? Wir werden dann Monat für Monat, bis die Felder alle abgeerntet sind, rangehen, die Kühe versorgen. Und im März, also da wird dann wieder überwintert, dann gehen die Werte der Kühe runter auf Null. Aber trotzdem. Trotzdem. Oh ja, da kommen sehr viele Zuckerrüben bei rum. Das könnte man auch als Getreidefeld nehmen, ne? Ne, jetzt mal. Jetzt machst du keinen Klamauk, Shorty. Das werden jetzt, da werden Zuckerrüben draufgehauen. Und basta. So. Stell den einfach jetzt hier hin. Wir machen das so. 6 Meter, 5 Vorgewände, weich, bla bla bla. Generieren. Und den Ordner legen wir schon mal an. Da müssen wir dann nur später alles rauslöschen. Ne? Feld 53, Drescher.
6 Meter. Also alles rauslöschen, was wir dann nicht mehr brauchen. So. Jetzt haben wir noch nicht einsortiert. Und los. Quatsch, Shorty. Jetzt mach nicht hier wie Marizel. Du musst Cosplay aktivieren, nicht Autodrive. Oh, ich habe das Schneidwerk noch nicht getuned. Naja. So. Das ist der Kräftige. Den lasse ich dann Stroh fahren. Die Tiere haben genug Stroh. Ist das tatsächlich 53? Ja. Oder Stroh geht dann in den Fermenter. Verschenken tun wir es nicht. Ja. Kurs. Und. Let's go. Dann zu dir. Den großen Wagen brauchen wir nicht. Da reicht der kleine. Ich denke mal, da wird das ganze Feld auch reinpassen. So viel Ertrag haben wir da nicht. Ne? Das ist Hafer. Nee. 1300 Boulevard. Okay. 53 und Verkauf Boulevard. Sehr gut. Der ist gleich einmal rum. Da hinten ist der Ladewagen. Er tastet sich zum Wartepunkt vor. Und jetzt kommt er nach hier. Sehr gut. Ja, wie gesagt, da werden wir später die Bäume verschwinden lassen, die so mittendrin stehen. Was sagt der? 9 Minuten? Ja. Ist ja nicht die Welt. Einmal überladen. Mehr dürfte das auch nicht sein. Lassen wir mal laufen. Ja, der Herr möchte jetzt gerne überladen das erste Mal. Also ist wupp, ne? Der kleine Anhänger war die richtige Entscheidung. Das wird da so reingehen. Das ganze Feld. Der Ladewagen wird bei 6 Meter, dauert das natürlich auch. Der Ladewagen ist Stroh. Strom bei 80%. 80%, ja, dann kann er eine Tour wegbringen. Ah, jetzt wird der Fahrer dann natürlich gleich wieder im Weg sein. Und mal gucken, dass wir den dann aus dem Weg wieder rausnehmen.
Also, wäre ich jetzt krass gewesen, hätte ich einfach alles untergepflügt, wa? Aber irgendwie, das wäre auch irgendwie nicht richtig gewesen, ne? Nur wieder anmachen. Drei Minuten. Sagt dann noch, okay. Die letzten Meter, der Ladewagen ist übrigens schon unterwegs. Ja, zum Hof. Stroh wegbringen. Der kann hier noch ein bisschen touren. So, das ist dann hier der Rest vom Schützenfest. Noch nicht mal eine Anhängerladung war es, ne? Ja, das ist so. Das ist so. Und diese kleinen Felder hier, da kommst du nicht weit. Aber wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, ne? Wir kriegen das schon alles. Unsere Bedürfnisse hier zurecht geschustert. Oh, ist gut. Sehr fein. Ich würde dann. Oh, der holt sich jetzt den Rest. Ich würde den dann jetzt auch losschicken. Direkt zum Verkauf Gullewu. Und dann kann ich den Drescher auch vom Acker runter schaffen. Der kann jetzt auch wieder nach Hause. Dann ist er beim Strohsammeln nämlich nicht im Weg. Möchte das ungerne verschwenden, das Stroh. Das kann gut in den Fermenter rein, finde ich. So. Ist der noch nicht getuned, ey? Der Dretscher. Ab zum Hof. Habe ich hier schon mal nach. Ja, alles super eingestellt. Sehr gut. Ich würde den mit dem eben noch. Während die alle ihr Dingens zu tun haben, ne? Da brauche ich den Pickup nicht für. Da brauche ich den Pickup nicht für. Mache ich zu Fuß. So, ha, weg. Er wäre später nämlich im Weg beim Zusammenleben, ja? Gullewu, der müsste da gleich da sein. Dann gibt's Kohle. Der Topliner ist auf dem Hof. Alles klar. Ja. Bald oben Konto im Auge. Da ist ein Baum noch. So, was noch? Hier? Nein. Der noch. Der noch. So, damit die hat die Firma kostenlos und dreist ihren Namen wieder alle Ehre gemacht. Jetzt gibt's Geld.
75 damit. So, ja. Hof. Pickup. Fahr auch zum Hof. Dich stelle ich jetzt in eins der Fahrsilos. Habe ich mir überlegt. Habe ich hier vorne auf dem Hof Platz. So, hier kannst du stehen bleiben. Du holst jetzt den Rest, genau. Und dann können wir nämlich schon vorspulen. Heide Witzka Bambitzka. So. Fermenter. Kurs raus. Hauseweg. Dich aus dem Weg nehmen. Tiere sind versorgt. Das war der Juli, ne? Das war der Juli. Hey. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Fahrzeuge ordentlich eingeparkt habe und wir dann in den August vorspringen können. Weil für den Juli hier jetzt und sowieso haben wir alles. Gut, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, diese gerne auch auf Discord. Der Link zum Discord Community Server ist in der Videobeschreibung unter mehr Ansehen. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit auch für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.